Juhu, herzlich willkommen zurück zu Let's Talk WoW. Ja, das ist nicht ganz das Lager der Westfallbrigade, sondern eher, Dalaran. Ja, ich konnte nicht einherhalten und bin direkt weitergeflogen, um dann hier mal einige Sachen zu erledigen, die ich schon auch lange erledigen wollte. Zum ersten Mal, ich bin wieder arm. Heißt, man kann jetzt fliegen. Zwar gerade hier nicht, ist ja ausgegraut unten der Geier. Aber man kann jetzt fliegen, endlich. Ich will hoffen, dass ich mich da schnell dran gewöhnen, aber müsste ja eigentlich. Weil ich wollte eigentlich auch noch einige kurze Sachen erledigen. Man auch so viel Kram gesammelt habe. Ich habe noch unglaublich viel im Postfach auch. Kungalusch, das könnte man eigentlich alles mal wegsaufen. Ne, zum Beispiel hier, warum habe ich sowas schon im Bankfach liegen? Man weiß es nicht genau. Das da, die Titanbarren, die habe ich durch Transmutieren, ne, das ist klar. Aber den Rest, das Gläubingset, das würde ich ja gerne irgendwie zusammenkriegen. Na schon, vielleicht farm ich das sogar noch, wenn ich da irgendwie jetzt einen Rappel kriege. Nee, aber was ich machen wollte, man hat ja so unglaublich viel Frostlotus. Ganz dringend. Ist das nämlich, warte mal, das Fläschchen des Nordens. So, verzauberte Fiole, habe ich so eine am Start. Magie, Kristall, Verbleit. Nee, natürlich nicht. Mögen eure Reisen. Warum? Ist ja ganz logisch. Dann einmal zum Alchemistenlehrer um die Ecke. Ist hier was los, wa? In Dalaran ist immer was los. Wirklich zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Hier stehen immer mindestens 20, 30, 40. Nee, da will ich. Nee, wo wollte ich denn? Da, ja, das, was wie eine Fiole aussieht. Welch Freude, euch zu sehen. Einer meiner Chars ist Juweliere im Hintergrund. Irgendwie so. Im Hintergrund halt. Und deswegen laufe ich manchmal automatisch in diesen Juweliersladen rein. Obwohl der noch gar nicht so hoch ist, was das Level her angeht. So. Kann man eigentlich mal direkt zum 20er Stack kaufen. Und einmal Fläschchen des Nordens nur für mich. So. Man sieht sich. Das heißt, dass man dann einen automatischen Buff. Angriff, Zauber, Macht, Angriffskraft, Stärke. Ja, genau. Das heißt, man könnte dann. Oder warte mal, muss ich das einlegen als Schmuckstück oder kann ich das einfach so saufen? Ach krass, das muss ich gar nicht mehr als Schmuckstück einlegen. Ich habe gedacht, das muss ich anlegen wie so ein Stein der Weisen oder so. Ja, das ist ja nice. Das ist ja auf jeden Fall nice. Ja, das behalten wir jetzt im Inventar und dann bleibt das so für den Rest des Lebens irgendwie. Dann habe ich ja immer was zum Buffen. Also wirklich immer was zum Buffen. Zwar nur für mich, aber okay. Und falls man dann irgendwas ganz Spezielles braucht, wie Rüstung oder so ein Kram, dann kann man sich ja immer noch so ein paar Suppen hier auf Lager legen. Ja, das ist ja cool. Soll ich den Lolas Zweig jetzt verkaufen oder nicht? Ich meine, ich habe ja eigentlich eine schöne Konfiguration hier, ne? 75. Ja, komm, da verliere ich zu viel Zaubermacht. Der Zweig kommt jetzt mal weg. Das Licht sei mit euch. Kann der Zweig weg, dann kann nämlich das Ding dahin. Die Lotus-Teile kommen wieder weg, das ist auch ganz gut. Die, wo komme ich denn die magieerfüllte Fiole hin? Blauer Abendanzug. Mann, sieht das edel aus. Brauche ich aber gerade nicht. Kann ich den. Oder sollte ich den? Warte mal, das kann ich doch übereinander starten. Kannst du da hin? Dann muss ich dich nicht mehr belästigen. Das ist aber sehr gut. So, also normalerweise mache ich die blöde Sortiererei eigentlich offscreen irgendwie im Hintergrund. Nur gerade will ich das mal kurz onscreen machen. Siehe den Ehrenfreund. Weil ich nämlich auch ans Postfach gehe.
Weil da nämlich noch einiges drin ist, wie ich weiß. War schon seit Jahrhunderten nicht mehr im Postfach, genau. Nämlich unter anderem einen Zauberstab, den ich mir selber geschickt habe. Also mit einem Twig quasi. Oder, ja, Zweitcharakter-Twig, wenn man das sagt. 179,4 Frostschaden und du machst 171,8 Ausdauer in Zaubermacht. 16 Ausdauer in verliere ich 16 Zaubermacht. Aber kriege eine Tonne Ausdauer und Int dazu, was generell eine super Sache ist. So. Das erstmal ein. Und Frostschaden macht auch. Schatten ist mir als Schatten natürlich lieber, aber das macht soweit nichts. Was haben wir da? Berge, ein Orakel des Propheten. Was hast du mir denn da? Int Wille Zaubermacht. Ausdauer, Int Zaubermacht 49. Der ist ein bisschen schlecht. Glaube ich. 36 in 36 Wille. Obwohl das mit der Willenskraft ganz wohl schlecht ist. Aber er ist ein Level 166 und 154. Dann ist der andere so theoretisch sogar besser. Soll ich mal aufs Item-Level vertrauen und den trotzdem anziehen? So. Sinkt zwar, gib mir in der Feier, sinkt zwar noch ein bisschen die Zaubermacht, aber es gibt mehr Stats und vor allem mehr Mana-Rack, was mir sehr, sehr lieb ist, wirklich. So, kann das auch weg. Was ist das? Schmiedekunst. Habe ich vergessen, das zu nehmen. Int-Buff 7. Was schickst du mir hier? Du schickst mir... Den Willenskraft-Buff kann ich nicht gebrauchen. Das deckt nicht. Ausdauer-Buff auch nicht. Aber den Int-Buff 7. Der ist natürlich geil. Den das andere Scheißzeug kann man ja irgendwie... Da ist noch ein Int-Buff 7. Int-Buffs sind immer sehr gerne gesehen. Was haben wir denn da? Was hab ich denn mir hier geschickt? Wo habe ich denn den her? Vergessen. Komplett vergessen. Und noch eine Mantelung. Warum habe ich denn so krassen Scheiß auf der Bank? Brojanisches Rüstungsset. Auch lecker. Die Schuhe. Ja, ja. 78 dürfte man ja eventuell bald sein. Dann bleiben die mal erstmal im Postfach. Hält ja 27 Tage. Was ist das? Dicker Nogger für Bergim. Ja, bis der 67 ist, dauert noch was, aber ja gut. Was haben wir da? Was willst du? Lädt euch ein im ehrenhaften Wettkampf mit anderen Helden Azeroths beim Agentum-Turnier unter Beweis zu stellen. Ha, okay. Heißt, ich kann jetzt zum Turnier. Und das Agentum-Turnier ist... Ja, findet hier oben statt, ist ein befriedetes Gebiet. Ist, wie gesagt, eigentlich nur ein Turnier. Und ja, das ist so ein... So ein bisschen die, kann man sagen, Vorbereitung auf den großen Endkampf gegen die Geißel, die dann hier in ganz Eiskrone später stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob ich das Turnier unbedingt im Let's Play aufnehmen sollte. Ich möchte eigentlich im Let's Play, beziehungsweise Let's Zock, eigentlich am liebsten nur Quests aufnehmen. Quest, Story und so weiter. Und vielleicht hin und wieder mal ein Raid, aber... Hilfe. Also ich sehe dieses Turnier eigentlich eher als Farmgebiet an. So ein bisschen. Da habe ich noch eine Mantlung des Runenmagiers. Braucht jemand eine Mantlung des Runenmagiers? So, for fun oder so. Weil ich habe durch Zufall zwei. Und eine davon brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja. Chance, einen Nahkampf oder Distanzziel mit Feuerschaden zu treffen. Ich muss erstmal schauen. Welchen dieser Ringe kann ich denn jetzt rausschmeißen? 150, 74, 150, 154. Der Halsreif der Verwaltung. Von dem Set hätte ich gerne noch den Halsreif. Einfach mal, um zu sehen, wie stark das dann knallt. 31, 22. Da ist aber. Da ist auch noch. Dreck drauf. Das
ist gar nicht mal so schlecht. 31, 22 Crit-Ausdauer. Pass mal auf, dann fliegt der grüne Ring raus. Dann ist es weg. So. Die Stiefel, die haben noch eine schwache Temperatur. Kann ich mir sonst irgendwas Zauber macht? Nee. Kann ich. Kopf, Brust, Schulter, Beine, Hände. Kopf, Brust, Schulter, Beine, Hände. Hände kann ich nicht, Beine kann ich aber. Die sind alle ein bisschen alt, die Sachen, die ich trage, ne? Ach, weißt du was, ich kenne doch einen Lederer. Der Lederer meines Vertrauens. Der Lederer meines Vertrauens, der kann mir doch unendlich Rüstungssets nachdrucken, wenn ich Lust habe. Also, nicht kleckern, klotzen. So. Du auch? Kannst du auch. So, wahrscheinlich werde ich genau die Items jetzt demnächst sofort wieder wechseln. Weil ich sie nämlich jetzt verbessert habe, muss ich sie direkt wieder wechseln. Wahrscheinlich Murphys Gesetz, man kennt das ja. Aber zumindest ist es gut, mal nochmal wieder ein bisschen was in diese Richtung gemacht zu haben. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwo, wo kann ich denn am schnellsten irgendeinen Kram verticken? Hier, ne? Grüßt. Was kann ich für euch tun? So. Du. Weg. Dann. Intwille 26, seelengebunden, du kommst weg. So, was bist du? Einen Verbündeten den Nether schwingen herbei, der im Schattenmontal als eurer Seite. Es ist aber nur im Schattenmontal, ne? Sollte ich das aufheben, bis ich die Nether schwingen auf Episch hab? Bin ich mir nicht sicher, ob ich das tun sollte oder nicht. Ausdauer, Wille, Zaubermacht. Ich überlege mal wieder dran rum, den anzuziehen, aber ich verliere Intelligenz dadurch. Problem ist, ich habe ja auch gerade ziemlich viel Intelligenz gekriegt. 30, 33 Zaubermacht. 170. Ich glaube, das andere ist besser. 28 Wille. 22 Wille. Ja, verliert zwar wieder ein bisschen Zaubermacht, aber dafür gibt's noch mehr Ausdauer. Das ist so gut. Ich halte 988. Sommer, es ballert sich alles ein bisschen anders. Warte mal. Den kann man auch verlieren. Habt ihr etwas? Es balanciert sich alles ein bisschen anders, aber ich glaube, ich kriege das soweit einigermaßen hin. Und mit grünem, blauem Gabelgier. Alles, den noblen Titel habe ich. War ich dann sieht sich. Dann, nur mit so komischem Gammelgier, das alles irgendwie hinzufrickeln. So, jetzt muss ich aber erstmal diese anderen beiden Sachen kurz verschicken. Ich glaube, dann werde ich wieder an Bergem zurück, dann soll er sich das irgendwie auf die Bank legen oder so. Wie gesagt, mit Bergem ist ja irgendwie mein kleiner Krieger da. Mit dem mache ich normalerweise auch immer so ein bisschen Bank. So, wie viele Plätze haben wir jetzt? 15 Plätze frei. Gut, ist akzeptabel. Noch ein Level, dann kann ich noch einen dickeren Zauberstab tragen als den. Mit Crit und Spaß und allem. Mit Level 80 kommen die sogar. Mit Tempowertung. Weil Tempowertung. Gut. Dann. Wo kann man denn jetzt hingehen? Ich habe so viele Quests, alle grün und grau. Da kann man eigentlich alles mal so ein bisschen. Schnickschnack. Brüder in der Schlacht, die Runenschlacht-Golems hätte man noch. Ursok, den Bärengott, den kann ich noch abgeben. An der Amatan-Hütte abgeben. Die ist ja sogar gar nicht mal so weit entfernt, ne? So. Klatsch. Ach ja, ich habe ja ganz vergessen. Ich habe ja schnelles Fliegen. Ja, das ist ja schön. Das heißt, das geht jetzt noch wesentlich
Flinker. Dann gibt man Ursur den Bärengott ab, schnetzelt ein paar Runenschlacht-Golems und dann mal schauen, was noch so passieren mag. Nach feste Draktaron könnte man da rein. Ne? Einfach mal so, weil es geht. Dann könnte ich mit diesem Ring könnte ich Rains Siegel der Wucht austauschen. Wo kriegt man den Rains Halsreif der Verbrennung her, der zu diesem Quest noch gehört? Zu diesem Set gehört. Wo kriegt man den her? Den habe ich auch irgendwie nirgendwo sonst gesehen. Oder gibt es den tatsächlich nur irgendwie in einer Instanz oder so? Rätsel in der Finsternis. Jo. Ruminrachenschadenbericht zu erstatten. Ist das schön. Jetzt kann ich diese ganzen einzelnen Guffel-Quests mal abgeben, so mit der Zeit. Wenn man mal selber fliegen kann. Wunderschön. Der Kurs gesetzt direkt auf Amaternhütte. Gehen mal leicht in den Sinkflug. So. So. Jetzt kann man von oben sehen. Da unten. Da bei dieser Troll-City. Da sind wir vor ein paar Folgen lang gelaufen. Sepalak. Schön. Wie geht's euch, Jungs? Alles klar? Ich finde, es sieht von oben schon ziemlich malerisch aus. Also Grizzly Hügel generell. Da ist die Horde City. Das heißt, dort ist direkt die Amaltan-Hütte. Ist halt nur eine Hütte. Jo. Es hat wirklich irgendwas Wildes an sich, diese Grizzly-Hügel. Das ist wie so ein bisschen... Riecht man so ein bisschen Trapper- und Fallensteller-Feeling. So, wo bist du jetzt? Da bist du. Seid gegrüßt. Aber die nehme ich. Kit der göttlichen... Kilt der göttlichen Folter. Den brauche ich aber jetzt nicht, ne? Ja, genau, da ist nämlich nichts drauf. Okay, da ist eine Menge Zaubermacht und Crit drauf. Was eigentlich eine coole Sache ist, aber ich verliere dadurch so viel Intelligenz. Nein. Einfach nein. Ich will nicht so viel Intelligenz verlieren. Das heißt, wir können das Geld nehmen. Mal wieder. Ne? Geht in Frieden. So. Ja. Der Rest ist alles seelengebunden, das heißt, wir verticken den Graben. Ihr sucht doch etwas. Was ist das? Ich nehme lieber das Geld. So. Seid vorsichtig. Was habe ich denn da? Tigerlilie und Tigerlilie. Alles klar. Let's pflück die Blume. Wo ist denn das hier? Kristallleben gibt es jetzt auch etwas häufiger. Macht so den Eindruck, als würde man mal endlich etwas mehr Kristallleben kriegen. Und noch ein Frostlotus. Ach, wie schön. Es geht direkt richtig los. So, wer bist du? Du bist eine Blume, die von einem Grizzly bewacht wurde. Was? Ist doch klar, dass der jetzt ankommt, oder? Ein Schwein, das heute einen guten Tag hat und die schnell umgebracht hat. Ich kann dich auch leise zu Tode quälen. Gar kein Problem. So. Die Brüder an der Schlacht. Genau, das heißt schnell mal auf die... Schnell in Anführungsstrichen.
schnell mal auf die andere Seite. Obwohl ich jetzt den Fluggeier habe, möchte ich eigentlich trotzdem versuchen, mich ein wenig an die einzelnen Gebiete zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt noch verstreute Quests habe, ihr habt ja gerade gesehen, da ist noch eine ganze Menge grüner und grauer Scheiß offen. Das werde ich dann einen Teil davon wahrscheinlich offscreen machen. Einfach weil das sonst zu lange Lauferei wäre. So. Und das würde unnötig das letzte Zock in die Länge ziehen. Genauso wie ich normalerweise nur Bankkram offscreen mache. Da haben wir das Lager der Westfahrbrigade, wo wir eigentlich starten wollten. 20 Minuten später sind wir da auch endlich. Schön. Brüder in der Schlacht. So, da sehe ich doch schon direkt die ersten Dumpfnasen rumexistieren. So. Gib mir den Goldclay. Wieso ist aus denen denn überall die Luft raus? Hier läuft doch gerade... Warte mal, da habe ich doch einen gesehen. Wer bist du denn? Naja, du bist der Grund dafür, dass aus denen die Luft raus ist, ne? Genau. Hey, gut, pass mal auf. Dann machen wir nämlich mal Folgendes. Einmal hochbuffen. Ein paar Minuten sind ja noch. Das lädt immer noch auf. Wenn ich noch was mockern will in dieser Folge. So. Jetzt auf die Nuss gibt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Natürlich kommen direkt zwei, soll ja Spaß machen. Das fällt immer noch auf. Kann ich noch nicht. Das ist so richtig lustig. Klatsch. So. 12.510 Mana und 10.400 Life, das lasse ich mir gefallen, so. Kommt so langsam in den Reichweite. Leistungsbereich hier mit dem Shadow, glaube ich, ne? Das lädt immer noch auf. So langsam mal ein bisschen ernst genommen wird. So. Runenschlacht-Golems. Zerfleddertes Tagebuch gefallener irdener Krieger. Ich merke schon, hier sind eine ganze Menge Seitenquests. Einen Schaden. Von mir aus. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Ganz gemütlich mit dem Zauberstab zerbalance. Ja, haut hin. Haut hin. Mehr als. Ich brauche ein Ziel. So ein bisschen. Brauche ich nicht mehr für dich. Man muss auch sagen, ich bin 4 Level über denen. Weil ich mich ja mit dem Ausgeruhtheitsbuff in der Erfahrungsleiste hier unten immer in die Quests reinbegebe. Das macht das natürlich alles ein bisschen leichter, ne? Wenn man ohnehin schon ein paar Level drüber ist. Normalerweise würde ich das so machen, 2 Dots setzen, weglaufen, dann anlutschen. So, bis er vor mir steht und ihm dann noch einen Gedankenschlag reinbraten. So. Und wenn ich das jetzt die ganze Zeit mache, bin ich OM relativ schnell. Weil die Dots zu teuer sind, um sie nicht komplett durchticken zu lassen. Hat ja, glaube ich, schon mal erzählt. Es ist generell ein bisschen trickreich,
Diese Tagebuchseiten soll ich sammeln jetzt, ne? Okay. Es ist generell ein bisschen trickreich, das alles... Was? Muss ich den jetzt killen? Das alles zu balancen. Gerade beim Priester muss man irgendwie sehr auf Mana-Balancing achten. Brandbronzebarts Tagebuch. Die brüderne Schlacht habe ich fertig. Ich sammle den Scheiß. Fehlende Tagebuchseite. Wir reden mal gucken. Fügt 8 verlorene Tagebuchseiten und das unvollständige Tagebuch Brandbronzebarts wiederherzustellen. 8 Stück. Okay. Also ich habe ein Tagebuch gefunden und muss jetzt versuchen, es zu entfleddern, um nicht zu sagen, da 8 so Dinger sammeln. Was lässt der auch sein Tagebuch überall liegen? Der Chef, wa? Gibt's doch gar nicht. Ich glaube es hier auch 6. 6 ist immer gut. Hier 7. 7 ist noch besser. 7 ist noch viel besser als 6. Wunderbar. Da drüben sehe ich noch eine. Nämlich die letzte, glaube ich. Dann wäre es das auch schon. Schön, dass ich diese Seitenquest noch gefunden habe gerade. So, was ist da unten? Gefallener irdener Krieger. Dann gucken wir den mal. Ob der noch irgendwas braucht oder irgendwas für uns hat oder ob ich ihn einfach nur in Sicherheit bringen lassen soll. So. Jetzt habe ich wieder volles Mana und musste gar noch nicht mal recken. Schön. Genauso will ich das. Luft lied leise, eine heisere Stimme. Findet Kurun. Ihr müsst Kurun finden. Okay. Er schaut euch hilflos an, als ob ihr alle eine andere Wort darauf geben könntet, wer oder was Kurun ist. Unser Anführer, er steht auf dem Hügel, der Tormodan überschaut. Er befehligt uns, sagt ihm, wir können die Stadt nicht einnehmen. Okay. Das heißt, Angriff gescheitert. Steht wo denn? Auf dem Hügel. Dann zeig ich mal her, wo Kurun ist. Da ist der, das sieht schon sehr kurunisch aus, ne? Genau, das ist er. Heute wieder ganz in grün. Was ist das für ein Ding? Ein Erdstein-Elementar-Dings? Jedenfalls irgendwie einer von diesen Steinriesen. Die überall im Wesentlichen die Erde, also das Element der Erde verkörpern. So. Wir überbringen Kurun die Nachricht, die ihr die der gefallene Irdene gegeben hat. Sie kämpfen tapfer, aber er hat recht. Ohne Hilfe werden wir die Eisenzwerge von Tormodan nicht bezwingen können. Meine Riesen und die Irdenen haben lange gegen das Böse des Eisens gekämpft, aber unsere Streitmacht ist nicht groß genug, um den Kampf um Tormodan zu gewinnen. Werdet ihr uns helfen? Aber sicher. Ich weiß zwar nicht so genau, weshalb. Oder weshalb die Eisenzwerge so scheiße sind. Obwohl, nee, doch klar. Wir hatten ja irgendwann im heulenden Fjord, wo war das? Da, glaube ich, ne? Oder? Nee. Irgendwo war das noch. Hier, genau, hier unten. Beim Außenposten der Forscherliga. Da sind wir zum ersten Mal auf die Eisenzwerge gestoßen. Weiß ich noch, das war bei diesen verbackten Quests da. So. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass das her ist. So, nur, da haben wir halt rausgefunden, dass diese Eisenzwerge wohl Titanen, also den Schöpfern selber irgendwie, hier, Terrasse der Schöpfer und so weiter, dass die wohl diesen Schöpfern untergeben sind und dass die uns ein bisschen platt machen wollen. So. Wie das so rauskam. Natürlich treibt sich auch Arthas da ein bisschen mit rum, denke ich mal. Aber so genau habe ich die Story noch nicht verstanden, muss ich sagen. Also da bin ich tatsächlich gespannt, das mal alles so ein bisschen zu erleben. Unter uns liegt die uralte Dunkeleisenbastion Tormodan. Dunkeleisenbastion. So.
Vor tausenden von Jahren brachen die Steinriesen das Land in zwei, wobei Teile der Stadt zum Einschuss gebracht und ein großer Teil des Restes freigelegt wurde. Selbst jetzt versuchen die Eisenzwerge ihre alte Hauptstadt zurückzugewinnen, aber das werden wir nicht erlauben. Meine Riesen füllen den Graben mit Felsbrocken und Geröll in Hoffnung, ihn damit zu verschließen und die Eisendiener bei der Arbeit zu töten. Nehmt die Felsbrocken, die ihr nordöstlich des Grabes findet, und er hilft uns, ihren Machenschaften einen Riegel vorzuschieben. Also Steine auf Eisendinger werfen. Okay. Mache ich, sobald ich weiß, wo und wie. Ach ja, schau mal an. Da pfeffern die schon den ganzen möglichen Kram runter. Hier. Ich glaube, die Eisenzwerge versuchen hier mit diesen lustigen kleinen Brücken wieder das Ganze zusammenzuflicken, ne? Ja. Gut, das heißt, was habe ich denn da gekriegt? Gabe der Riesen, ihr fühlt euch stark genug, um Berge zu versetzen. Ja. Das heißt, ich kann jetzt Fels, es regnet Zerstörung. Kann ich mehrere muss davon näher nehmen. Ran. Tatsächlich. Geil. Wie viele davon soll ich denn? Wie viele davon soll ich denn? Es regnet Zerstörung. 5. 3 habe ich. 5 brauche ich. Gib her. Ich bin ja auch größer und langsamer. Größer vielleicht nicht, aber langsamer auf jeden Fall. Fühlt sich gerade so an. Was haben wir denn da? So, meins. 5 Stück. Genau so. Genau die 5 Stück, die schmeißt man jetzt runter. Werft einen Brocken auf die Eisenzwerge im freigelegten Bereich von Tor Modern. Mach ich. So, meine Freunde. Bam. Stein auf die Rübe. Oh Gott, da hast du lang. Bis der den mal wirft. Ist der Zwerg schon längst weg. Ich muss ja irgendeinen finden. Was bist du? Eisenrunenformer. Du holst jetzt mal auf die Lampe da. So, mein Freund. Du stehst gerade so schön. Was ist denn da hinten? Du kannst eigentlich auch noch einen Stein auf der Birne vertragen, ne? Komm her. Tschüss. Klatsch. So, und der letzte noch. Kann ich ein bisschen rauszoomen und dann so um die Ecke werfen oder so? Geht das? Sehe ich nicht da um? Sehe ich auf jeden Fall noch was. Da nämlich. Tatsache, kann ich wirklich. Tschüss. Klatsch. So. Hätte man erledigt. Es ist leider so, dass man sich auch unter Zwergen die ganze Zeit nur am Kloppen ist. Es ist ja nicht so, dass man sich mal irgendwie vertragen könnte oder so. Zusammen ein Bier trinken? Nein, generell. Irdene Eisenzwerge. Die Clans sind alle komplett untereinander verfeindet. Das geht alles überhaupt nicht. Neue Kraft für die Truppen. Die Söhne des Eisens haben ihre Runen benutzt, um meine Brüder zu fesseln. Benutzt sie dazu, die Belagerung von Tomodan zu beenden. Ich wünsche, wir müssten sie nicht bekämpfen, aber wir haben keine andere Wahl. Meine Riesen werden ihnen nicht lange standhalten können. Ich habe diesen irdenen Splitter mit meinem Segen versehen, der unseren Verbündeten helfen wird. Nehmt ihn mit euch in die Schlacht, in den Felshügel im Norden. Benutzt ihn, um meinen Brüdern Vertrauen und Stärke einzuflößen. Tötet Eisenzwerge, die sich euch in den Weg stellen, alles klar. Benutzt den Splitter der Erde, um den Grizzly-Hügel-Riesen in den Felshügeln Kraft einzuflößen. Tötet alle Eisenzweige, die sie euch widersetzen. Alles klar. Alles klar. Da oben. Da oben ist das. Okay.
Goldener Riese. Die Ruhmbeschriebenen sind ein Problem. Aber du sei gesegnet. Ja, oder? Ungültiges Ziel. Ja. Hab ich den schon? Gewährt einem Riesen in den Grizzly-Hügeln Kuruns Segen. Ja, aber irgendwie... Ja, die beiden kloppen sich. Aber er wird... jetzt gleich verlieren. Heißt das nicht, kann ich den... Ja. Alles klar. Die müssen ein bisschen verletzt sein dafür. Kann ich noch nicht lernen. Die Zahl, was man mitgelernt hat. Eisenrunenrächer getötet. 5 Stück. Ach so, da kommt immer einer so raus und... Okay. Alles klar. Ja, wo ist denn hier mal ein bisschen Action jetzt? Action. Da drüben ist Action. Da auch. Du hältst noch ein bisschen durch. Sieht das bei dir aus? Gott, ist der langsam, der Zwerg jetzt. Mir kommt da zu langsam vor alles. Zack, zack. So, über diese längste Zeit an die. Kann ich noch nicht sagen? Dieser Zauber ist noch nicht so alt. So, ich will dich auch noch haben. 8 Sekunden noch. 7, 6. Hoffentlich hält der so lange durch. Haha. Ja, genau so geht das nämlich. Und schau mal, ob ich den immer nicht ein dorthin kriege. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach ja, das geht doch so. Die sind doch ganz lieb. So, du hast keinen Kampf, du hast keinen Kampf. Wo klopft sich hier noch jemand? Der blöde Elfenmagier, der läuft so komisch, der hat bestimmt auch dieselbe Quest. Ja. Wo ist hier jemand? Hallo. 3 von 5. Ja. Alle im Sack. Theoretisch müsste er ja jetzt langsam mal wiederkommen. Hoffe ich mal. Ach ja. Wenn man auf Respawn wartet. Es gibt's einfach nicht. Komm, hau ab, Spitzohr. Genau, stell dich direkt neben mich, das macht's besser. Alter. Wo ohnehin schon wenig Respawn ist hier überall. Warum entwickelt WoW solche Quests, wo man auf irgendwelche Sachen warten muss? Da hinten ist jemand. So, jetzt muss ich diesen Fettsack hier umrunden. Weil geht sonst nicht. So. Hi. Ja. Jetzt kommt wo einer raus, genau. Das fällt immer noch auf. Klatsch statt Ware. So, du. Oh, scheiße, bei dem komme ich zu spät, ne? 2, 1, okay. Aus dem ist die Luft raus.
Aber da hinten kämpfen noch zwei. Den kriege ich auch noch. Du da hinten bist es. So. Zauber. Zauber. Aber mein Gott. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich merke das. Die Dots sind nach einem Mal draufzaubern stark genug, um ihn komplett leer bluten zu lassen. Wenn man mal wirklich drauf vertraut. Und dann ist es auch wieder vom Mana-Rack her ziemlich gechillt. Ist dann zwar nicht besonders spannend zuzuschauen, weil es hat weniger Action, aber man kann mit, wenn man seine zwei Dots vollständig ausnutzt, kann man durchaus Mana-effizient arbeiten. Ich gehe jetzt hier mit 100% Mana raus. Okay, ich habe auch nicht viel Kämpfe gehabt, aber es geht ja darum, mal so ein bisschen die eigene Angriffsrotation mit dem neuen Equip oder mit den neuen Klamotten da selber herauszufinden. So, was ist das? Schmiedegeschweißte Sandalen? Nee, die will ich nicht. Die will ich nicht. Ich will das Geld. Kurun auf dem Hügel. Der tut mir dann einen Überblick, möchte das ihr Eisentanagurum. Okay. Wir, die Verteidiger in Tormodan, wenn wir die Verteidiger in Tormodan nicht besiegen können, dann können die Eisenzweige bis in alle Ewigkeit ausharren. Die Irdenen haben tapfer gegen die Konstrukte gekämpft, die Söhne des Eisens gebaut haben. Die Tunnel verengern sich zu schnell, dass meine Kameraden uns von Nutzen sein könnten. Den Widerstand der Eisenzweige, okay. Also den Oberzwerg abschmatzen, aber das werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Wir sehen uns, ich mache sofort weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Wisst ihr, nach der nächsten Maus und so. Bis denn.